Ein weiteres Porträt unserer heimischen Wildpflanzen. Und dazu bin ich wieder in der Alexianer Klostergärtnerei. Und ich freue mich schon auf Susanne, die mir jetzt gleich erklären wird, welche Besonderheiten diese Pflanze kann. Also bleibt dran und kommt mit. Ja, das ist jetzt hier die erste von denen, die ich gefunden habe bei euch auf den Tischen hier in der Klostergärtnerei, die blüht. Hi Susanne erstmal. Hi. Schön, dass wir wieder hier sind. Was haben wir hier? Es ist eine Nelke. Es ist eine Nelke und sie heißt Lüchnis Fluss Kukuli, die Kuckuckslichtnelke. Die Kuckuckslichtnelke, was für ein schöner Name. Weißt du, woher der kommt, Kuckuckslichtnelke? Warum Kuckuck? Also Kukuli, der Kuckuck, und Fluss, die Blume. Ich habe gelesen, dass es damit zu tun haben kann, dass der Blütenbeginn von der Kuckuckslichtnelke mit der Wiederkehr des Kuckucks zu tun hat, der dann anfängt, seine Kuckuckrufe. Kann ich mir vorstellen, so eine typische genau. So Volkswissensgeschichte. Ja, genau. Ah, wir hören den Kuckuck, es ist Frühling, und da blüht ja die Kuckuckslichtnelke. Zack. Zusammengekommen. Ja, so entstehen manchmal. Aber wenn wir uns diese Blüte angucken, ja. Ey, gibt es sowas Schönes? Das ist doch irre. Ja. Habe ich immer schon gedacht, weil diese Blütenblätter auch so ulkig ausgefingert sind, ne? So ausgefranst. Die sind ausgefranst. Die haben so, wie kleine Fedrig. Ne? Die sehen sehr fedrig aus und dadurch sind die einfach bezaubernd. Die sind einfach schön. Schön. Ja. Welche Insekten stehen denn da drauf? Was wissen wir? Also vor allen Dingen Schmetterlinge. Mhm. Die wird von Schmetterlingen bestäubt. Ja. Es gehen aber auch Wildbienen dran. Schmetterlinge und Wildbienen. Ich hätte jetzt auch wieder auf Schmetterlinge getippt, weil die viele Nelken ja auch so einen Kelch haben, wo die Schmetterlinge mit ihrem langen Rüssel rein können. Du hast sie auch hier im Beet stehen, in so einem kleinen, schönen Wildpflanzenhochbeet. Also man kann auch eine Wildpflanzenanpflanzung eventuell auch mal auf einer Terrasse oder auf einem Balkon machen. In der Stadt. Unbedingt. Denn das ist auch möglich. Ihr müsst nicht alle einen großen Garten haben. Aber der Standort hier ist feucht, ne? Noch ein bisschen feuchter. Genau. Das ist die Gruppe der Wildpflanzen, die wirklich einfach durstig ist und eher feuchte Füße braucht. Deswegen sind die hier auch zusammengepflanzt. Und die Kuckuckslichtnelke gehört auch dazu. Also sie möchte nicht komplett nur im Wasser stehen. Also das mag sie jetzt auch nicht so, aber sie braucht einfach viel. Sie braucht einfach viel Wasser. Sie wird ja auch viel größer. Sie macht viel Blattwerk, sie wächst in die Höhe, in die Breite und sie verdunstet viel. Genau, zeigen wir mal. So sehen übrigens die Jungpflanzen aus, die man dann hier in der Gärtnerei kauft. Da sieht man schon, dass die breitet sich ein bisschen aus und macht so ein kleines, wahrscheinlich so einen kleinen Horst, ne? Ja, genau. Die wächst auch ein bisschen wulstig. Hier sind jetzt schon die Triebe, die so ein bisschen nach oben gehen. Genau. Und das ist natürlich das, was man dann haben möchte. Genau. Blüht von Mai bis Juli. Also jetzt hat sie im April schon angefangen, aber sie hat auch eine relativ lange Blütezeit und ist einfach auch eine Gruppe. Ne? Dann wirkt einfach dieser schöne rosa Ton und dieses leichte wirkt super schön. Ja. Super, ich habe mich direkt in die Kuckuckslichtnelke. Übrigens, wenn ihr in Gardify in unserer App danach sucht, da steht, glaube ich, schon ein weiterer botanischer Name drin. Da heißt sie nämlich nicht. Was sagtest du? Nicht Lüchnis, sondern inzwischen auch Silene. Silene. Ne? Silene. Aber das Gute an Gardify ist, wir versuchen alle botanischen Namen, die aktuell sind, und auch die alten botanischen Namen der Pflanze zuzuordnen. Ihr könnt also auch nach Synonymen suchen und natürlich nach den deutschen Namen. Und ihr findet dann immer die richtige. Außerdem findet ihr da 7000 weitere Pflanzen und es werden immer mehr. Ja, liebe Susanne, wir stürzen uns nachher auf einen weiteren Kandidaten, aber den gibt es erst im nächsten Video. Vielen Dank bis hierhin. Sehr gerne. Und ihr könnt hier oben euch inspirieren lassen mit dem nächsten Video. Hier ist unser Kanal, den ihr abonnieren solltet. Unsere Community muss immer größer werden. Es macht einfach auch super Spaß, unter unseren Filmen die Kommentare zu lesen, wo wir uns gegenseitig helfen mit unseren Infos aus der Gärtnererfahrung. Und bitte auch die Gardify-App ausprobieren. Also ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen.